Genau, ich bin Anja, die stolze Kuhbäuerin. Ich bin 30 Jahre alt und seit 2 Jahren habe ich hier mit meinem Mann einen Betrieb aufgebaut, wo die wesensgemäße Milchviehhaltung im Vordergrund steht. Unser Hof heißt Stolze Kuh, weil unsere Kühe ihre Hörner behalten und ich finde, Kühe, die Hörner haben, strahlen schon ganz schön stolz aus. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir Eltern geworden sind, dass man ziemlich stolz wird, so als Mama oder Papa. Und weil wir unseren Kühen die Kälber nicht wegnehmen, können die auch stolze Kühe sein. Und natürlich gibt es auch noch so einen Link zu unserem Namen, wo wir hier sind, in Stolzenhagen. Dann hat das ganz gut gepasst. Aha. Genau. Und eigentlich brauchen die uns Menschen gar nicht. Die haben hier einfach ein ganz zufriedenes Leben. Ja, wir haben halt alte Rassen. Also das hier zum Beispiel ist Tiroler Graufieh, ist hier überhaupt nicht so heimisch, aber gibt es auch nicht mehr so viel. Und das Besondere an der Emily zum Beispiel ist, dass sie halt nicht nur Milch gibt, sondern auch Fleisch ansetzt, also sie auch fleischig ist. Entschuldigung, ich mag es nicht so, ne? Wenn man sonst Fleischrinder hat, Fleischrassen, dann braucht man die weiblichen eigentlich nicht. Nicht so viele. Dann sind die so ein bisschen Restposten. Und wenn man Milchkühe hat, dann braucht man die ganzen männlichen nicht. Das sind echt Wegwerfkälber, die sind nichts wert. Und das Gute ist halt auch, wenn man die Kälber und die Kühe so zusammenhält, dann ja, können die einfach die ganze Zeit sozial interagieren. Ne? Und sonst sind die Kälber halt vereinzelt in so kleinen Hütten, damit die sich nicht gegenseitig anstecken, wenn eins krank wird. Und das Coole ist hier, die müssen die einiges aushalten, so von den Elementen, aber werden halt auch nicht krank, sind also total robust. Genau. Und ich finde auch wichtig, wenn man Fleisch konsumiert, dass man wirklich hinschaut, wie die Tiere gelebt haben. Dass man eigentlich schon auch, wenn man Fleisch isst, dem Tier hätte in die Augen gucken müssen, bevor es gestorben ist. Und das kann ich guten Gewissens. Wir haben im Nachbardorf einen Schlachter und ich bringe die Tiere da einzeln hin und bin wirklich dabei und kann ihnen sagen, danke für dein Leben, du wirst jetzt sterben. Und ich denke, das gehört halt auch zum Lebenszyklus mit dazu. Wenn man melken will, muss man hier oben zuerst die Finger zudrücken und dann einen Finger nach dem anderen. Zuerst die oberen richtig zumachen und dann die nächsten. Dann geht die Milch unten raus. Wenn man nämlich gleich so einfach irgendwie drückt, dann findet die Kuh das total unangenehm. Und was man sonst sieht, denkt man immer, dass man so zieht. Das ist aber einfach nur, weil die Hand immer wieder loslässt und wieder neu macht. Weide der Welt, weil die da echt ihre Ruhe haben. Das sind jetzt die ganzen männlichen Tiere. Und genau, zu unserem Konzept gehört es halt auch, die männlichen nicht wegzugeben, sondern sie so aufwachsen zu lassen. Echt nur mit Gras und unter sich. Genau, du hattest ja Lust auf ein bisschen Milch. Das ist halt jetzt Rohmilch, also direkt von der Kuh. Das heißt, sie ist genau so naturbelassen wie die Kälber, die auch trinken, obwohl die Kälber trinken die immer warm, 35 Grad, so wie die Körpertemperatur der Kuh ist. Und genau, jetzt ist sie halt runtergekühlt, dadurch sind alle Bakterien erstmal so ein bisschen gestoppt, die natürlich da drin vorkommen. Und wir müssen darauf hinweisen in Deutschland oder in der EU, dass es sich um Rohmilch handelt und man Rohmilch abkochen muss. Weil es kann sein, dass Kühe krank sind. Und dann die Krankheitserreger auch in der Milch sind. Also wenn man sich so Milch frisch vom Bauernhof holt, das ist auch mal ganz gut, den Bauern zu fragen, sind deine Kühe gesund, hast du gute Werte? Und genau, bei uns ist das echt richtig gut, deswegen kann ich dir sagen, trink ruhig mal Rohmilch. Aber eigentlich denke ich, ist das die gesündere Milch, weil sie halt natürlich ist, so naturbelassen, wie es geht. Und ich denke, sobald man wieder irgendwas mit Nahrungsmitteln macht, die erwärmt oder ja, halt durch irgendwelche Düsen presst, wird da was dran verändert, wofür der Mensch eigentlich nicht gemacht ist beim Konsum. Aber sehr, sehr lecker. Genau. Schmeckt ein bisschen mehr nach Bauernhof oder nach Kuh wahrscheinlich. Ja. Trink der nicht, der nicht Futter, da kommt keiner. Auch da ist noch der Hahn. Damit sie alle rufen.
Ja, Milch ist ja irgendwie einfach nur so ein weißes Getränk, was man in sein Müsli schüttet oder sich einen Kakao anrührt. Ja, ich finde es einfach ganz cool, wenn man da mal genau hinschaut und sich überlegt, wer hatte da Anteil. Ne? Nicht nur die Kuh, sondern auch die Bauern. Sind die hier vor Ort? Wo sind die? Mal drüber nachzudenken, was steckt hier eigentlich drin? Und sich dann auf die Suche zu machen und zu gucken und auf Höfe zu fahren, mal einen Ausflug zu machen. Und einfach zu gucken, ist das so, wie ich mir das wünsche? Und kann ich mir das vorstellen, wenn ich mein Müsli esse? Ist es der Weg in die Zukunft so?